Okay, dann gehen wir das mal an. In der nächsten Zuweisungsphase. Wie schnell geht unser Panzer kaputt? Oh. Die Resistance wird angegriffen. Interessant. Irgendwie nehmen unsere Panzer gar keinen Schaden. Oder sie tun nichts. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, die tun einfach nichts, weil sie nicht in dem Krieg involviert sind. Das heißt, die stehen einfach nur da. Und sehen zu, wie Kriegsverbrechen begangen werden. Ach ja. Ich beiße mal auf die Zunge. Wir sollten jetzt erstmal gucken mit Cash. Es ist kein Resistance-Mensch mehr da. Wir haben ein Problem. Heißt, du schnappst dir den obersten. Du schnappst dir untersten. Initiating surveillance. Du schnappst dir die Standing by for orders. Manu. Und siehst die anderen gar nicht? Stopp. Syrien. Surveilling target. Du bist in Syrien. Your orders? Dann nicht Syrien, sondern Kairo. Investigating target. Oh, come on, die Flaggen, ernsthaft. Okay. Also nicht Syrien, nicht Kairo. Siehst du jemanden, der nicht Syrien und nicht Kairo ist? Nein. Du siehst nur Kairo. Dann nimm du Kairo. Investigating target. Und du nimmst nicht Kairo und nicht Syrien. Acknowledge. Damaskus ist auch Syrien. Es sind zwei in Damaskus. Ich hoffe, so sind jetzt alle drei abgedeckt. Und Bruno versucht, einen Krieg zu verhindern. Schnell. On my way to the capital. Ja. Ansonsten können wir hier nichts. Nee, das können wir nicht so machen. Und du kannst eigentlich wieder nach Hause. Go home. Confirm. Lending my expertise. Bitte sehr schnell dahin fliegen. Ich glaube, das Land fällt gleich, bevor du da irgendwas machen kannst. We've got some intel on our target. Academy, uninteressant. I have new information. Servants geht so. We've got some intel on noch eine Academy, nicht interessant. Schade. Es ist echt gleich geflippt. Junge, beeil dich! Nee, es war's. Oh. Ja, gut. Was machen wir da? Also Bulgarien selbst hat jetzt keine offenen Kriege mehr. Das heißt, wir müssten es jetzt einfach nochmal flippen. Dadurch machen wir die Resistance-Leute noch stinkiger. Was passiert jetzt hier eigentlich? Gar nichts, ne? Ja, okay. Ship Launch. Attack Group. Ship Launch, Attack Group. Mehr. Erde, Kronos Ship. Pup. Bild. Ja, schade, dass es so knapp war. Oh, die haben es echt drauf angelegt, ne? Wo ist Iran? Iran ist irgendwo hier. Irak. Iran. Iran hat 4 Armeen. Türkei hat 2 Armeen. Wo kommt der ganze Rest her? Pakistan hat 2 Armeen. Na gut. Cash, kannst du es einfach so wieder zurückflippen oder musst du da... Ja, die sind noch nicht gesichert, das wird sich gleich ändern. Das heißt, wir machen wieder den Double Cracker. Crack. So. Und Pola, du kannst mal... Hier müsste ja noch was angeknackt sein in Polen, ne? Ja, genau. Du schnappst den angeknackten in Polen. Removing our enemies.
Standing by for orders. Und Bruno sollte eigentlich suchen, und zwar jemanden von der Resistance. Vielleicht kommt jemand von euch hierher? Wir haben ja letztens auch einen gesehen. Machst du einfach ein bisschen Public Relations, vielleicht siehst du ja einen davon. Ja, mach mal. Kannst nicht scannen, ne? Nee. Und wir müssten eigentlich alles verteidigen. Später. Offering assistance. Offering counsel. Da ist jemand Unbekanntes. Könnte auch Resistance sein, ne? Weil deren Gebiet. The people will come to our side. Alien Assault Ship launched towards Earth. Das ist der zweite. Der eine kommt irgendwann im Sommer an und das ist jetzt Anfang. Ne, November ist noch nicht Anfang Winter, oder? Technisch gesehen? Doch. Ich komme damit nie klar. Für mich müsste Frühling sein von Januar bis März, also die ersten 3 Monate. Dann kommt Sommer und dann kommt das. Und wenn das gerade nicht passt, dann verschiebt man das irgendwie. Und die Monate sind auch alle falsch lang. Die müssten alle andere Tageszahlen haben. Okay, also. Im Juli und im November kommt jeweils eine Flotte, die landen will und die wir dann auf dem Boden wegbomben. Das heißt, wir müssen auch dann wieder Weltraumherrschaft um die Erde rum haben. Was schwierig wird, wenn wir im Juli die Aliens stinkig machen. Eventuell machen die unsere Flotte dann weg. Ja. Bulgarien ist geknackt. Das sieht alles soweit hier gut aus. Was habt ihr vor? Ich glaube, die werden einfach gleich ultra stinkig und zerstören alles von uns. Mal schauen. We're in control here. So, fehlt nur noch der Exekutivpunkt. Und hier auch der Exekutivpunkt. Gut, gut. Immer noch keinen Krieg oder sowas. Sehr schön. At your service. Cash. Kann das so purgen. Ja, komm. Cash purge das. Sie kann Polen nicht alleine purgen, ne? Standing nicht mit 16 Espionage, nein. Heißt, du hilfst da bitte aus. Standing by. Targeting their position. Eigentlich bräuchten wir noch mehr Agenten, um halt Resistance-Leute zu suchen, aber das ist denn jetzt halt erstmal so. Wir sind hoffentlich nicht im Krieg mit denen. Konflikt ist okay. Also nicht toll, aber ist okay. Es müssten immer noch mehrere Sachen verteidigt werden. Rest dauert noch, ja. Confirm. I will help them. I will help them. Continue. Das gefällt mir echt nicht mit den Alienschiffen. We are winning their hearts and minds. Targets lost. Was? Oh. Ja gut, dann schafft sie das auch nicht mit 9%, oder? Komm schon, tschack. Die machen hier irgendwelche Psychospiele wieder. Geht weg. Oder sie bomben Sachen. Nö. Nö, sieht nicht so aus. Okay, tschakka. 9%. Go, go. Mehr Militärpunkte, sehr schön. Weiter Choke Point. Orbital Bombardment klingt wichtiger. So. Our people have taken control. Hä? Achso, das ist das unten in Bulgarien gewesen. Ja, das ist okay. Und du? Nicht. We're unable to take control. So, Bulgarien, gleiches Spiel nochmal. Prioritäten. Boost weg, Mission Control wieder hoch. Der ist von 21 auf 23 nur gegangen oder so. Und Relations können wir erst wieder im Juli anpassen.
Okay, das werde ich doch wahrscheinlich vergessen. Neue Zuweisungsphase, so Cash. Cash hat Ziele, Fragezeichen. Oh, Initiative. Initiative hat Alien Containment. Wenn wir ganz fix sind, die haben auch eh nur einen Punkt drin, können wir das kaputt machen. Du Bomb Initiative. Breaching Lab Security. At your service. So, du musst die cracken. Acknowledged. Nein, 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 nein. Standing du by. Musst die cracken. I'm here. Hab ich da gerade jemanden von der Resistance gesehen? Ja, wo ist das? Egal, geh hin, we'll Contact. Ist auch wirklich einer von der Resistance. Ja, perfekt. Das heißt, wir machen sie jetzt einmal kurz ein bisschen glücklich. Danach werden sie gleich wieder grumpig und dann versuchen wir es wieder hinzubekommen. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie der Mechanik ist. Aber ich denke, wir sind jetzt ein bisschen bei denen im Minus. Und wenn wir weitermachen würden, würden wir halt noch mehr Minus gehen. Wenn wir es jetzt zwischendurch abdämpfen, dann versuchen sie vielleicht wenigstens keine Leute von uns zu töten oder ähnliches. Das wäre praktisch. Wir haben immer noch nicht so wirklich viel gesichert. Aber das ist dann halt so. Offering counsel. Hi. Offering assistance. Ich hätte da ein bisschen Boost für dich. We do not wish to fight you, but our mission Fair trade. Is to Generous lives, trade. Including those you are threatening. Was ist mit Organisationen, die wir nicht benutzen? Mehr. Fair trade. Generous trade. Complete. Sind wir jetzt noch in Konflikt? Einmal kurz ticken lassen. Immer noch in Konflikt. Aber es sollte auf jeden Fall geholfen haben. Und was macht der Rest? We've hacked their research data. Das Bomben hat geklappt. Zack. Oh, Initiative hat von uns was geklaut. Ah, es ist nie so schön. Es wird langsam hier in den UK. Their control is vulnerable now. Und wir können Polen übernehmen. Nice. Continue. Das heißt, jetzt ist die Runde, wo wir ein bisschen mehr sichern? Fragezeichen. Erstmal haben wir Juli, das heißt, wir können gleich da unten das ändern. Ich habe es nicht vergessen. Falls auch innerhalb von einer Folge war, das hilft. Acknowledged. Cash. Keine neuen Ziele. Okay. Cash. Sicher. EU. Das ist gerade der erste Hotspot. Nicht die Schweiz. EU. Securing our control. Dann. Ready for my mission. Pola. Ready for orders. Schnapp dir Polen. Terminating their position. Where to? Und du kannst leider nicht sichern. Das ist schade. Du schüttelst wieder Hände? Reaching. Die müssen nicht so veräppelt vorkommen. Also sie kriegen wenigstens was in die Hand gedrückt. Das ist vielleicht okay. So, EU kann hier schon mal raus. Die Sachen können raus. Das sind gelaunchte Schiffe. Das ist okay. Forschung habe ich schon zwei Kreuze, das sollte also im Sack sein mit denen und denen, auch wenn es lange dauert. Ja, wir haben jetzt echt Fusion-Energie, bevor wir die Tier 3, also weit bevor wir die Tier 3 Basenstation haben. Eigentlich wollte ich das so hin und her schieben, dass es einigermaßen passt, aber da hätte ich mir wahrscheinlich die Technik noch ein bisschen mehr angucken sollen. Aber letztes Mal war es so einfach, an die Tier 3 Sachen ranzukommen, also die Basen und so. Lending my expertise. Eventuell auch, weil fünf andere Fraktionen mitgeholfen haben bei der Forschung. Es könnte sein, vielleicht, weil sie halt nicht alle gehemmt wurden durch irgendwelche Sabotage- und Tötungsaktionen. Vielleicht. Initiating contact. Hallo, wie sind Sie da? We wish that you would see your extremism harms the very people we're trying to protect. Ist schon generous. Bitteschön. Tolerance, das wird sich gleich wieder ändern.
lending my expertise. Bist du eigentlich Taiwan? Ah, okay. Das waren 13, ne? Jetzt geht's irgendwie auf. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich wegen. Nee, das Aufsaugen hat er vorher doch auch schon gemacht. Egal. Hauptsache, es klappt in den Kontrollpunkten. Mongolia wird terrorisiert. Our people have taken control. Und wir haben Polen. Perfekt. Wir haben sehr, sehr viele Verbündete. Wir sind nicht mehr mit der EU verfeindet, bitte. Das dauert jetzt. Und was sagen die Prioritäten? Boost brauchen wir nicht. Mission Control hast du schon ordentlich. Hast zwei Armeen, hast nicht besonders viel Militär. Das sollte geboostet werden. Ja. Das ist soweit in Ordnung. Müsste dann auch gleich verteidigt werden. Du bist noch so ein kleiner Dorn im Auge. Aber wir haben keine Kontrollpunkte dafür, aber das kann warten. Außerdem sollten wir jetzt erstmal wieder, ne? Also nochmal mit der Resistance stabilisieren. Das heißt... Ist immer noch da, sehr schön. Du sicher bitte Taiwan. Defend. Securing our control. What's the op? Du wirst von den Schutzherrschaften... Oh, du kannst Aliens angucken. Guck Aliens an. Reporting in. Und... Bräuchte eigentlich jemanden noch zum Defenden? Acknowledged. Du, defend Polen. Securing our control. Standing by for orders. Und du... Wer von euch Resistance? Nee, geh einfach nach England und scan. Initiating recon. Ja. Alles hier braucht jetzt eine Zeit, ne? 14. September, 1. September. Confirm. Offering assistance. Securing our interests. Eyes up. Genau, permanent hier scan. Die Flag Bridge ist fertig. Protecting our interests. Dann mach weiter mit... Choke Point. Aber nicht so wichtig. So wichtig sind echt die Hauptforschungssachen gerade. Oh, wir sind dunkelgelb. Das ist sehr gut. Haben wir noch ein halbes Jahr. Humanity First Loyalists have arrested the Kingpin Luana Buvini, an agent for the initiative, who was on a mission in the Washington area. We will begin the retaliation. Was? Passiv? Hat sie critical failed, oder wie? Okay. Dann können wir versuchen, sie zu flippen. Bis wann bist du noch in Gefangenschaft? Die ist dangerous. Criminal, untouchable. Any attempt to assassinate this counselor. Ja, gemacht hat, markiert. Loyalty 0. Vielleicht wollte sie gefangen genommen werden und überlaufen? Ship launched. Earth Attack. Komm schon, gib mir eine neue Kontrollphase. Bulgarien. Die wollen das... Ja, Bulgarien ist halt nicht besonders gut gesichert. Oh, ich habe es gar nicht... Überhaupt nicht gesichert. Ja, okay, das ist dann... Unpraktisch. Bruno. Sicher Bulgarien. Nee, du musst es eigentlich versuchen... da was zu machen. Brauchen zu viele Leute. Also, du hörst auf zu scannen, guckst sie an. Eyes on target. Your orders? Cash. Standing by.
Brute Force mit dem Purge einfach den einen Punkt zurück. Was noch kein Problem ist, das wird sich gleich ändern, wenn die das sichern. Und Bruno sichert den Exekutivpunkt, damit sie den nicht auch noch wegnehmen. Und Pola sorgt dafür, dass die Leute uns mehr mögen da. Oder du hilfst beim Anstarren von der da. Starr lieber mit an. Ich hoffe, so ist okay. Das sieht übrigens gut aus, dass wir alle drei im Sack haben. Offering support. Offering counsel. Securing our control. Person of interest surveil. Wrapping up here. Person of interest surveil. Ja, die hat echt null. Die darf nicht untertauchen. Die darf nicht untertauchen. Wir hätten eventuell nochmal verhaften machen sollen. Wie lange bist du noch in Gefangenschaft? Achso, Bulgarien muss nur eingestellt werden, denke ich. Ja, kein Boost. Military. Ja. So, zurück. Du. Captured. Wie lange bist du noch captured? 5. September. Ich glaube, dann ist sie weg, bevor wir sie nochmal gefangen nehmen können. Ja, mal schauen. Du, Flip. Sie, 88%. So, 96%. Where do you need me? Where to? 90% Success. Trotzdem ein paar Punkte reinballern, falls sie doch freikommt und wir sie dann nochmal gefangen nehmen können. What's the op? Your orders? Und Cash? Cash würde sich sehr gerne bei der Resistance entschuldigen. Ja, Cash, geh mal da gucken. Surveilling target area. Ready to go. Und Pola. Hier unten gucken, falls die Resistance nochmal. Oh, warte. Geh da gucken. Falls die Resistance nochmal da irgendwas machen möchte. Und hier, weil es deren Gebiet ist. Surveilling target area. So, was konnten wir jetzt nochmal? Wir hatten irgendwas noch, was jetzt Anfang September war. 14. September. 1. September, Bulgarien. Wir haben 1. September. Aber wir haben es ganz früh morgens. Wir haben eh keine Agenten gerade frei fürs in die Föderation einladen. Confirm. Offering assistance. Initiating surveillance. On Overwatch. We've got the package. Okay, neu gefangen genommen. We now have a spy in their ranks. Und ein Turncoat. Sehr gut. Zeig her. Wir hätten gerne. Madeline muss sterben. Madeline und Jing. Der Rest hat einfach nur Kams, ja. Madeline und Jing. Jing. Beide dangerous. Ja, die werden dann halt einfach mit verteidigt, die Assassinen. Dann klappt das schon irgendwie. Madeline Jing. Magi. Weiter. Genau wegen sowas. Das war bestimmt Madeline. Schweiz muss verteidigt werden. If something broke, they didn't have. Jetzt können wir weitermachen. In situ Resource Utilization brauchen wir für Tier 3. Begin. Es bleibt alles auf 3. Okay.
Nein. Nein. Wir müssen die Türkei mal rauskicken aus... Wobei, die Türkei wollen wir ja später auch übernehmen. Ah, ist alles so... So kompliziert ist das. Die huschen gerade alle irgendwie nach Westen. Ihr macht das schon. Es wäre schön, wenn ihr mal einen Diplomaten zur Verfügung stellt, mit dem wir schnacken könnten. Anstatt, dass wir immer euren Agenten hinterherlaufen müssen, um mit euch zu reden. Reporting in. Nee. Die sehen auch nichts. Famous Academy und Initiative, was Tech angeht. Hier haben wir schon alles sabotiert. Und die haben auch nichts mehr wirklich Tolles. Nee. Dann kannst du die... Du kannst in Bulgarien den einen Punkt da sichern. Securing our control. Die zwei da sind auch interessant. I'm here. Das erstmal runterschrauben. Wo waren wir jetzt noch dabei? Achso, ja, weiter Resistance suchen, ne? Ja. Ich hätte das mal als permanent machen sollen. Ready for orders. Du kannst nicht scannen. Dann. Tröt ein bisschen. We'll make our RP. Ready for my mission. Du scannst. Offering counsel. Securing our interests. Ich habe das mit dem 16. vergeigt. Mit Bulgarien. Konnten wir einladen. I will help them. Initiating recon. Our mines produce 15% mehr Funkelzeug. Das nehmen wir. 2035 rückt auch immer näher. Oh, schon wieder raus. Achso, raus aus dem Gefängnis, nicht raus aus unserer Geschichte da. Das machst du weiter. All of us here take water for granted. Each a- Und es wurden schon wieder abgeloxt. What the... Muss ich jetzt echt wieder die Forschung micromanagen, obwohl wir dreimal so viel Forschungspunkte haben wie der nächste von uns und was auch immer. Und trotzdem kriegen die irgendwelche Events, die das hochpushen? Wie viel haben die eigentlich, bevor ich jetzt so laut rumhub? Okay, wir haben 2,5 mal so viel wie der nächste. Wer war das von euch? Das ist orange, also haben die Initiativleute das gemacht? Mit 1,3k. Diamantiz. Das ist wenigstens eine gute Rüstung, richtig? Ja. Antimatter Plasma Core Reactor 3. Titanic Spacecraft. Das brauchen wir sowas. Das sind wenigstens nur 15.000. Ist okay. Ist okay. Das hier haben wir wenigstens sicher. Magnetic Plasma Confinement. Und wir gehen danach weiter auf Ring. Und Arrival Psychology nehmen wir dann. Den ganzen Standardkram haben sie alle nicht erforscht. Oder wir nicht, weil wir es denen vorenthalten haben. Strange Behavior in China. Sollten wir uns gleich angucken. Baby steps. Our enemy isn't going to wait for us to catch up. Wir wollen... Mission to Saturn war auch wichtig für wieder mehr Mission Control. Aber Rival Psychology. So, wie machen wir das jetzt? Ich gehe jetzt hier überall mal einen Punkt runter. Und guck zwischendurch mehr dahin, was da passiert. Ja. Wir filmen mit deutlichem Abstand. Neue Zuweisungsphase. Ja gut, also. Auge haben auf die Forschung und wir wollten jetzt...
Warum war hier unten Bulgarien? Nö, das ist alles okay. Wir müssen jetzt mit Bulgarien warten, bis der Timer hier abgelaufen ist. Also noch 3 Monate, das dauert noch. Polen ist noch länger, ist aber auch schon gesichert. Hier haben wir auch schon alles eingestellt. Oh ne, das müssen wir noch einstellen. 17. November. Schweiz ist auch noch. Also Schweiz sichern. Siehst du irgendwas? Nö. Schweiz sichern. Securing our control. Weiter nach Leuten suchen. Oh, warte, wir hatten gerade noch irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Nee. Such random Leute. Nee, geh lieber auch wieder dahin. Da hat das letzte Mal gute Chancen. Surveilling Target Area.